Und zweiter Versuch hier an der Tunguska. Heute ein bisschen mehr gezielt auf Lennok. Also versuchen wir unser Glück heute hier gezielt auf Lennok. Und als Beifang Buckelachs, Eschen und Co. Natürlich, die sind natürlich auch immer wieder hier. Ich bin direkt an der Insel und teste hier jetzt allerdings schon den zweiten Spot. Das heißt, eine oder den letzten Tag über war ich und die Nacht vor allem auch, war ich deutlich weiter oben hier am Seitenarm an der Tunguska. Und jetzt geht es hier nochmal ein bisschen wieder zurück. Wir sind jetzt quasi in der Nähe von der City hier, direkt an der Insel. Da hatte Newslabs hatte was und das letzte Video geschrieben. Und meine allen, probier mal hier auf Lennok, da klappt das ganz gut hier. Quasi diese Koordinaten zu diesem Busch geworfen, alles im Detail unterm letzten Video hingeschrieben. Und dann auch eben geschrieben hier mit dem Spiker Nummer 2, also Hashtag 210, das ist der rote, damit hier ganz erfolgreich eben auch auf Lennok gewesen. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm Alter, mit den kleinen Dingern, ich hätte gern ein bisschen was Größeres, nutze allerdings jetzt, also ich habe gerade schon ein bisschen probiert, es sind auch schon Lennoks reingegangen. Das hier unten, das ist der andere Spot, auch Lennok, auch direkt richtig schön groß auch mit dabei gewesen. Das war dann hier weiter oben. Hieß es auch aus dem Chat, Alden, probier mal aus dem Livestream-Chat. Und zwar gibt es hier vorne so eine Steinmauer. Das heißt, ich habe die Koordinaten gerade nicht mehr im Kopf. Aber wenn man hier hochläuft, läuft man an so einer Felswand vorbei. Und wenn man da rauswirft oder auch da so in diese Richtung, läuft das auch ganz gut mit den Lennok. Und nebenbei auf Grund bzw. auch die Nacht über sind hier ein paar Groppen, Kaulbarsch reingegangen und auch Tugun. Tugun auf Grund, gar nicht schlecht, war ich ein bisschen überrascht, einfach hier mit dem 20er Haken und mit Köcher fliegen Larve. Also das hat ganz gut funktioniert. Ja, und jetzt hier wie gesagt an der Stelle auch noch ein bisschen rumprobiert und jetzt teste ich aber gerade auch ein bisschen andere Köder. Das heißt also, ich hätte gerne ja ein bisschen dickere Köder für den doch deutlich größeren Fisch. Wenn wir das jetzt vergleichen, hier so eine Bachforelle, so eine Esche und so ein Lennok, da ist halt so ein Lennok doch nochmal deutlich schwerer. Und das ist halt der Knackpunkt. Deswegen hätte ich hier auch gerne ein bisschen größere Köder, um hier auch die großen, kampfstarken Lennoks reinzukriegen. So soll das sein hier. Die Brocken gerne auch mit noch mehr Gewicht an den Backen. Jetzt gerade hier wieder unterwegs mit dem Angry Walker. Angry Walker, absolut wichtig. Immer wieder essentiell eben auch fürs Lennok-Angeln. Im Moment jetzt hier gerade in Verwendung der rote. Aber auch da teste ich und spiele ich gleich noch ein bisschen rum. Weiko Blinker habe ich auch schon probiert, die kleinen. Das war jetzt noch nicht ganz so erfolgreich, also da muss ich noch ein bisschen weiter rumprobieren. Aber auch noch andere weitere Spinner werde ich gleich nochmal testen und so weiter. Also hier an der Stelle schon mal nicht so schlecht. Ja, wenn man die Map aufmacht, sieht man es ganz gut. Ziemlich genau hier an der Spitze, parallel zur Insel. Und ja, man muss gar nicht so ganz weit rauswerfen. Das ist halt ganz praktisch. Wenn man hier so weiter unten unterwegs ist, ist es ja immer ganz ratsam, wenn man auch wirklich weit rauswerfen kann, damit man hier quer über einmal schön durchziehen kann. Aber hier an der Stelle ist es einfach auch nicht so breit. Und dementsprechend kann man dann eben auch deutlich lockerer hier einfach nur auf der Hälfte quasi durchziehen. Und das geht auch ganz gut. Also das ist wirklich gar nicht verkehrt. So, jetzt ziehen wir hier nochmal was raus. Gerade auch schon Eschen hier gehabt. Wenn man auch hier einfach so quer rüber wirft. Na guck, und kleine Buckelachse. Ja, so und so ähnlich geht es hier wieder ans Testen. Vom Setup her bin ich heute auch nochmal ein bisschen spezieller unterwegs. Und zwar teste ich jetzt hier gerade das, das Yama-Set Start oder besser gesagt das Kuori-Set Start, wobei das einfach verwirrend ist, weil ab Level 16 kann man das hier alles noch gar nicht haben.
Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, aber das hier ist das sinnvollste Setup, was man sich eben nach der Yama holen kann. Und zwar in Bezug auf Wurfgewicht, also Tragfähigkeit sozusagen, auf Wurfgewicht und eben dann in Kombination mit welchen Rollen man das alles noch kombinieren kann. Es ist ein Medium-Hard-Set, eine Medium-Hard-Route, nicht Medium-Light. Das heißt, wir haben hier keine Begrenzung auf 3000er Spulen, sondern Medium-Hard, keine Begrenzung auf die Spulen. Das heißt, wir können hier die schön großen, entspannten, so eine HSV zum Beispiel drauf machen. Und dazu, in dem Fall jetzt hier gerade zum Beispiel nur Fluorocarbon-Schnur. Und ab geht es. Von dieser Fluorocarbon-Schnur, die eigentlich relativ dick ist, aber halt super transparent, passen hier gut 400 Meter drauf. Also die gesamte Spule mit 300 Meter geht hier drauf. Ja, hier jetzt gerade den Wobbler noch dabei. Wir haben hier ein Wurfgewicht von 7 bis 30 Gramm. Wir haben genug Power, damit wir das Ding eben auch für Topwater verwenden können oder für Wobbler. Und wir haben, wie gesagt, auch genug Tragfähigkeit hier von 20 Kilo. Und das reicht für ganz, ganz, ganz viele Gewässer bis hin zur Yama. Eigentlich richtig gut für die meisten Fische reicht das aus. Das ist einfach der Vorteil an diesem Setup hier. Also die Karma Mächter in Kombination dann hier mit der HSV als Rolle. Sensationell. Ab Level 20 kann man sich das dann holen. Das ganze Set habe ich auch schon verwendet im Video Hechtangeln Start an der alten Festung. Das verlinke ich nochmal. Oder in dem Video Yama startet, da wird das gesamte Setup nochmal vorgestellt und warum das auch so praktisch ist an der Yama. Also, das sind so die Top-Gewässer eben auch dann für dieses Setup. Und warum jetzt gerade hier normalerweise, wie im letzten Video, da habe ich ja das Belaya-Setup hier angepriesen. Ja, macht auch absolut Sinn. Aber bei diesen größeren Lennox gehe ich jetzt hier gerade extra ein bisschen schwerer rein. Und weil es hier auch die Chance gibt, dass hier wohl mal ein Timen rauf geht, gehe ich gerade einfach noch ein bisschen sicherer rein, ein bisschen schwerer rein. Trotz allem halt für den Lennox gerne unter 10 Kilo Vorfach. Ich war hier gerade die ganze Zeit mit 12 Kilo unterwegs. Und es hat gefühlt ein bisschen schlechter funktioniert als eben jetzt hier mit 9 Kilo Vorfach. So, ich ändere nochmal kurz den Walker. Und zwar nehme ich hier einmal noch diesen golden-rötlichen. Vielleicht kickt das ja auch nochmal richtig schön rein. Und danach natürlich auch nochmal den für mich klassischen Walker, den schwarz-roten. Also der funktioniert auch immer richtig gut. Gerade eben auch nochmal für Lennox. Da muss man jetzt einfach testen. Auch das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man da auf das Wetter achtet, auf die Lichtverhältnisse sozusagen. Haben wir es bewölkt, ist es Sonnenschein, klares Wetter, regnerisches Wetter und so weiter und so weiter. Also das muss man eben immer testen und dementsprechend dann auch verschiedene Köder durchziehen. Also am effektivsten ist man im Spinning, wenn man ganz viele verschiedene Köder hat und damit dann eben viel testet. Einen Wurf mache ich noch, wenn der dritte Wurf jetzt hier auch nichts liefert, dann wechsle ich sofort wieder den Köder. Dann ist der offenbar jetzt gerade für die Lichtverhältnisse, für die Temperaturen und allem oder für die Vorlieben des Fisches nicht interessant. Und dann gehen wir direkt auf die nächste Farbe. Komplett am Gieren, da geht was rein. Aber ja, nochmal ein kleiner Buckellachs, das ist natürlich nicht so ganz das, was wir haben wollen. Ich werfe nochmal hier vorne an die Spitze. Da vorne kam gerade so der Einschlag in dem Bereich. Vielleicht ist ja hier nochmal so eine Stelle, wo es dann doch nochmal eher die Buckellachse triggert. Auch die natürlich sensationell, um Silber zu machen hier an der Tunguska. Aber ne, das klappt gerade nicht so richtig gut. Die ganze Zeit hier unterwegs mit 50er Einholgeschwindigkeit plus Shift-Taste und dann einfach nur intervallmäßig einmal kurz kurbeln, eine Umdrehung, damit man dann ins Gieren kommt. So, jetzt nochmal hier auf den Walker. Da ist er. Gucken wir nochmal rein. Ich habe hier sogar zwei Nuller, relativ große Haken, weil ich das Teil auch gerne an der Yama verwende. Da klappt das ja auch immer wieder gut.
Und jetzt hier einfach nochmal durchziehen. Vielleicht muss ich auch einfach etwas kleinere Haken nehmen. Vielleicht ist das auch deutlich zu groß hier für die Lennox. Zack, da war was dran. Ist aber auch schon wieder weg. Ausgeschlitzt. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass der Köder hier triggert. Das ist doch schon mal gut. Und dann heißt es weiter rumprobieren. So, wenn das hier alles mit diesem großen Setup hier nicht weiter funktioniert, dann kann ich auch immer noch wieder zurückgehen auf das Belaya Setup. Wenn es dir auch nur darum geht, hier eine gute Frequenz zu haben, dann einfach, wie gesagt, auf das Belaya Setup mit dem Popper, Auric Popper, der 4er 004. Das ist der braune. Das funktioniert ganz gut. Ich gucke gerade sonst gleich nochmal kurz rein. Also die Popper. Schauen wir mal eben. Zack. Also, der 4er ist einmal der rote, der braune, absoluter Klassiker, also die gerne hier einfach nutzen. Mit dem Setup jetzt hier gerade bloß ein bisschen schwierig. Aufpassen, die ganze Serie gibt es auch noch in zwei Nummern größer. Also, durchaus auch mal hier die 7 Gramm Serie der Popper testen. Eine gute Alternative, auch wie gesagt zu den 4 Grammern, speziell wenn man eben auf die etwas größeren Brocken hier aus ist. Aber auch da ist es natürlich immer so ein bisschen tricky. Es können auch schon mal, ja, ich sag mal sowas wie Saiblinge reingehen oder so, die man dann ja eigentlich so gar nicht haben will, weil das hier einfach schon mal ein etwas größerer Köder ist. Oder natürlich der gefürchtete Hecht, auch der geht da gerne mal drauf. Der hat jetzt übrigens hier weiter oben schon deutlich besser funktioniert. Den hatte ich hier oben schon probiert. Da hat das ganz gut funktioniert. Hier an der Stelle, ja, offenbar nicht so ganz. Also da dann vielleicht doch eher auf die kleineren hier gehen oder nochmal ein bisschen weiter testen. Ja, hier vielleicht sogar auch einfach mal mit dem Blinker. So, so viel dazu. Ich ziehe jetzt hier noch schön weiter raus. Hoffe hier auf weitere, okay, Pelletmarine, auch nicht schlecht, eher selten. Hoffe hier auf weitere Lennox, hoffe hier auf weitere Buckellachse. Das wäre doch nicht so schlecht. Und ansonsten einfach hier viel rumprobieren, denn man kann hier einfach auch richtig gut Silber machen. Und gerade, ich sehe es auch gerade nochmal vom Wetter, wir sind gerade super kühl in einer sehr, sehr kalten Phase hier an dem Gewässer. Und da macht es halt nochmal mehr Spaß. Das ist auch noch alles voll okay, aber solche Phasen gibt es immer mal wieder. Das muss man auf jeden Fall ausnutzen und testen, testen, testen. Und dann speziell eben hier auch auf solche seltenen Fische gehen. Ihr Lümmels, wenn es euch geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch oder auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer auf Twitch. Die restliche Woche auf YouTube. Petri, bis zum nächsten Mal.